So, ich habe dann einfach gesagt, ja, okay, ich mache meinen eigenen Minecraft-Server und zock dann da drauf. Weil ich nie, für mich macht es keinen Sinn, auf einen Server zu zocken, wo die Leute keinen Bock auf mich drauf, also wo die Leute keinen Bock auf mich haben. Und dann sehe ich so auf TikTok Clips, der redet darüber, der redet darüber. Ich habe doch gar keinen Hass gegen die oder so. Die haben so ein Drama draus gemacht. Kurzes offizielles Video seitens der Craft Attack Orga. Es ist auch abgesegnet worden, von allen Teilnehmern das einmal zu adressieren und klarzustellen. Also hier ist unser offizielles Statement. Wer mich nicht kennt, ich organisiere zusammen mit Early Boy seit einigen Jahren Craft Attack. Ich bin immer ohne Facecam unterwegs, fahre daher für das Video einfach mal durch die Map der letzten Season, beginne hier bei meiner Base. Eigentlich würden wir mit den betroffenen Leuten sehr gern persönlich reden, aber mangels Kontakt und da das Thema auch dieses Jahr erneut wieder in der Öffentlichkeit steht, kommt dieses Video. Es berichten bereits wieder Online-Magazine über das Craft Attack-Teilnehmerthema, insbesondere bezogen auf Aussagen von Illigella und Rohat, die diese Sachen wohl mal on Stream erwähnt haben und zwecks der Teilnahme an. Boah, ich habe einmal gesagt, ich glaube, das sind. Boah, ich war. Ah, ich glaube, ich habe einmal gesagt. Habe ich einmal nicht gesagt, das sind Schlampen? Oder das tut mir übertrieben leid. Ist es in dem Video mit drin? Oder habe ich das gesagt? Boah, ich hoffe nicht, Mann. Das tut mir. Ich schwöre. Habe ich es. Nee, habe ich nie gesagt. Habe ich nie gesagt. Okay, gut. Craft Attack. Ich fange ganz kurz mit Eli an, dann geht's weiter mit Roat. Ich hoffe, dass insbesondere. Warum? Aber ich weiß gar nicht mehr. Ich weiß gar nicht. Nee, ich habe zu der Community gesagt, das sind Schlampen. Die sollen Eier lecken. Nein, nein, Hugo, das habe ich nicht gesagt. Das habe ich nicht zu der Community, weil ich war derjenige, der komplett gehatet wurde. Für was? Hä? Ich hab mich nie selber bei Craft Attack eingetragen oder so. Fabo und Revi und die anderen haben das für mich gemacht und da wurde nein gewotet und dann habe ich gesagt, okay, dann. Wenn die mich nicht da drauf haben wollen, dann will ich auch nicht drauf spielen. Dann habe ich mein eigenes Ding gemacht und meinen eigenen Server. Und ich werde gehatet! Hä? Und dann sehe ich so die Kommentare, die sind so alle gegen mich. Ich denke mir, was geht ab? Was habe ich getan? Immer der Ausländer! Die beiden irgendwie in das Video kommen und das sehen, das wird wahrscheinlich schon irgendwie klappen, aber auch die Öffentlichkeit geht das durch die bereits passierten Ereignisse was an. Eli hatte wohl gesagt, und ich zitiere mal aus dem Artikel: Er habe jedoch das Gefühl, dass in Anführungszeichen die nicht alle wollen und die in Anführungszeichen eingefleischte Community etwas gegen seine Teilnahme hätte. Schließlich könnte er das Spiel gar nicht richtig spielen. Also, das stand da so. Bruder, vor allen Dingen ich, ne? Ich habe angefangen mit Minecraft. Ich glaube, das Spiel, was ich am meisten in meinem Leben gespielt habe, ist Minecraft und vielleicht noch Fortnite. Mein Leben bestand damals aus Minecraft. Und Trimax? Ah, ne, Digga, da. Okay. Okay, da muss ich eine Sache gegen sagen. Bro, ich habe ja immer Minecraft gespielt und Trimax, der vorher, glaub. Hat der vorher Minecraft gespielt? Der wurde einfach instant bei Craft Attack angenommen. Wir haben noch nie, weder intern noch sonst wo, seine Teilnahme kritisiert. Nicht eine Stimme hat das gesagt. Ich spreche für die ganze Gruppe. Es ist uns vollkommen schleierhaft, wie dieser Schluss gezogen wurde. Man muss für das Projekt auch kein Minecraft-Experte sein. Es gibt und gab noch nie Teilnahmevoraussetzungen. Und es gibt immer wieder Teilnehmer ohne große vorherige Spielerfahrung. Nicht sicher, wie gut die Beispiele gerade gewählt sind, aber Trimax kam Staffel 7 dazu, kurz nachdem er angefangen hatte im Sommer. Assalamualaikum. Syndikar ist nicht viel in Minecraft unterwegs, meines Wissens nach. Die Lara ist frisch dabei und wird diese Season wahrscheinlich dazu stoßen. Es gibt absolut keinen Leistungsdruck, Bedingungen oder ähnliches. Wir sind auf dem Server, um Spaß zu haben. Jeder sucht sich seine Projekte, die er fühlt, mit den Leuten. Na, 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 na. Alles gut. Leuten auf dir. Aber es fühlt sich ein bisschen kacke an, weil ich da in dieses Voting reingekommen bin und die Leute haben gegen mich gewotet, die Lara einfach instant angenommen wird. Fühlt sich halt ein bisschen, aber ja. Der gerade Bock hat. Wir sind auch nicht in riesigen Talkgruppen. Wir nutzen eine Voice Mod, mit der man in-game mit Spielern in der Nähe sprechen kann. Als ob RP! Nein, ist es so auf RP angelehnt? Ah, ach so, die haben dieses Jahr System geändert. Okay, dann check ich. Dann nehme ich alles zurück. Oder eine private Gruppe erstellen kann, die unbegrenzt Reichweite hat. Man muss nicht jeden der Teilnehmer als Freund in Discord adden, das ist alles komplett locker bei uns. Ich habe zu Eli nicht eine einzige kritische oder ablehnende Stimme bei uns im Discord gelesen und ich spreche für alle Teilnehmer, wenn ich sage, wir würden uns sehr über eine Teilnahme freuen.
Dann ging der Artikel im Magazin noch weiter in Bezug zu Rohat. Wie Rohat berichtet, sei er bereits ein Jahr zuvor eingeladen worden. Bei einer Abstimmung hätten sich die Veranstalter dann jedoch gegen ihn entschieden. Dieses Jahr sei zwar erneut gefragt worden, es habe für ihn jedoch wenig Sinn, teilzunehmen, wenn die Leute ihn gar nicht dabei haben wollen. Ja! Valid Antwort, oder? Ist valid, oder? Das ist nicht richtig. Wir haben letztes Jahr und... Nee, Bro. Ich wurde angenommen. Vor allem auch nicht nur die Veranstalter, sondern wenn dann alle Teilnehmer. Ja, aber das habe ich doch gesagt. Habe ich das nicht gesagt? Ja, dann war es falsch. Habe ich das nicht gesagt? Ich habe doch gesagt, die Leute haben gegen mich gewotet, oder? Nicht über Rohat abgestimmt. Das passiert, wenn... Der Tike sagt das so. Und wer ist der gefickte Ich wieder? Natürlich ich! Wer ist sonst? Ich! Immer ich! Einer der Teilnehmer letztes Jahr aus Rage voreilig Informationen liegt, die aus dem Kontext gerissen werden und faktisch falsch sind. Hier, ich liege mal, mit Genehmigung, den Stimmzettel. Wir haben letztes Jahr über ein Dreier-Team bestehend aus Rohat, Phoebe und Sergen in die Runde gefragt. Das ist das erste Mal so passiert und technisch eigentlich überhaupt keine gute Idee gewesen, das so umzusetzen. Die Personen hätten einzeln draufstehen müssen. Aber ich hatte die Info bekommen, dass sie eh nur zu dritt mitmachen wollen, war nicht optimal angepackt worden. Bedenkt, Rohat ist in der Gleichung nur ein Drittel. Alle Nein-Stimmen können also nicht gegen ihn persönlich gelten. Wenn ja, okay, jetzt verstehe ich. Digga, warte mal, jetzt verstehe ich das Ganze auch. Sergen war das Problem, keiner hatte Bock auf ihn. Alter, jetzt macht alles einen Sinn. Alter, ey, es tut mir übertrieben leid für alle Parteien. Ich wollte niemanden nerven oder so. Aber scheiß auf Sergen. Wenn sich die Nein-Stimmen unter allen drei Personen, jetzt haltet euch fest, gleichmäßig aufgeteilt hätten, was eventuell anzunehmen gewesen wäre, wären sie mit jeweils einem unfassbar guten Ergebnis von 80% Ja für alle reingekommen. Wir hätten dann wahrscheinlich nochmal einzeln abgefragt, bevor das endgültig festgestanden hätte. Und bevor wir es nochmal aufdröseln konnten, ging das öffentlich durch die Runde. Die Kommunikation war maximal ungünstig und nicht im Interesse unserer Gruppe. Aber was kann ich dafür? Mir wurde gesagt, du wurdest nicht angenommen. Fabo, oder ich weiß nicht, Fabo, Revi, einer der Minecraft-Atze hat gesagt, ich wurde nicht angenommen. Fabo ist der Wirt. Schero. Der Schaden war angerichtet. Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass das noch ganz anders ausgegangen wäre. Und generell, eine Nein-Stimme heißt nicht persönliche Ablehnung. Es gibt verschiedene Gründe und kann auch je nach Season unterschiedlich ausfallen. Einige Teilnehmer haben 3 Anläufe gebraucht und sind heute super zufrieden und jedes Jahr dabei. Ich selbst wurde übrigens in Staffel 2 auch abgelehnt. Bei Staffel 3 hat es dann geklappt und seit 6 Jahren organisiere ich das Projekt. Für dieses Jahr gab es bisher noch keine einzige Person unserer Gruppe, die sich gegen Rohat ausgesprochen hat. Und genauso wie bei Eli möchte ich hier für alle Teilnehmer sprechen, wenn ich sage, wir würden uns auch über eine Teilnahme sehr freuen. Lasst uns gemeinsam eine richtig geile 11. Staffel machen und gerne können wir untereinander noch... Hugo wurde 4-mal abgelehnt. Nein! Du wurdest 4-mal abgelehnt, 4 Jahre in Folge und du hast dich wieder beworben wie ein Kelb. Alter Schwede. Der Mann braucht ernst Content. Mal quatschen, vielleicht kann ein gemeinsamer Kontakt, sei es Revi vielleicht oder Hanipu, den Discord-Kontakt zu mir weiterleiten. In diesem Sinne, wir sind gespannt auf eure Antwort. Wie heißt er denn auf Discord, der Bruder? Ist er gerade da? Wie heißt er auf Discord? Steht das hier irgendwo? Discord, hier, Spark of Phoenix, Discord. Wait, was ist das für ein professionell? Oh mein Gott. Überspringen. Ja, ich habe die Regeln durchgelesen, natürlich. Abschicken. So. Nee, er ist nicht da. Aber das Einzige, was ich sagen kann, ist, dass ich mich schon damals gefragt habe, so, warum... Ich habe damals nicht verstanden, guck mal, ich habe damals sogar noch gesagt, scheiß mal auf mich, warum wird Celtics nicht angenommen? Digga, einfach Celtics wurde nicht angenommen. Da dachte ich mir, hä? Und da war so mein Gefühl, okay, die wollen nicht, dass irgendwelche neuen Leute auf dem Server sind. Weil Celtics, Bruder,
absolute Minecraft-Legende für mich. Und dann dachte ich mir so, hä? Ja, für die halt nicht. Die schauen nur auf aktuelle Videos. Ja, aber ist doch cool, wenn mal so ein neuer am Start ist. Und Phasen wurde abgelehnt, stimmt! Ich weiß nicht, Chat. Ich weiß nicht, er sagt, dass da jetzt keiner, dass da keiner jetzt was gegen mich hat und dass die Lust hätten, dass ich auf dem Server zocke. Aber ich habe auch das Gefühl, Digga, auch von den Kommentaren und so her, dass diese Craft Attack Community gar keinen Bock darauf hätte. Und ich bin nicht so der Fan davon, wenn alles so ernst ist. Ich bin eher so der Fan, wenn so ein bisschen Troll dabei ist. Und ich habe das bei Hugo schon gesehen, bei Craft Attack. Der Mann wurde gefickt. Bro, er war auch der mit der Einzige, der so ein bisschen so, keine Ahnung, wo es so lustig war. Fand ich. Und er wurde totgefickt von den Leuten. Und das ist nicht so mein, keine Ahnung. Probier doch mal aus. Keine Ahnung. Erster Tag direkt bannen. Ja. Also entweder, also für mich, ich habe sowieso wieder Bock auf Minecraft. Entweder mache ich einen eigenen Server oder ich schau mal auf Craft Attack, wie es, also vorbei, wie es ist halt so. Ich habe auch schon mit Monte und so geschrieben. Monte meinte, er hätte Bock auf Minecraft. Die Jungs bestimmt auch. Deswegen, ich überleg's mir auf jeden Fall. Ja, mein Chat schreibt halt eigenen, ne? Ich habe auch überlegt, so einen eigenen zu machen. Diesmal ein, zwei neue Leute vielleicht. Hugo hätte ich zum Beispiel gerne drauf. Fabo zum Beispiel auch. Aber so die alten Atzen auf jeden Fall. Also mit denen, die ich vorher den Server gemacht habe. Es war auch voll lustig. Are you ready to die? Ja, das ist das, was ich mir auch denke. Das Einzige, was ich mir denke, ist zum Beispiel so, zum Beispiel Basti. Ich habe keine Lust, dass Basti, dass er auf meinen Server zockt und dass die Leute dann sagen, du hast Craft Attack verkauft und dies und das oder so, wenn ich einen eigenen Server mache. Weil ich will nicht, dass die Leute unnötig gehatet werden. Ja, Isa ist sowieso dabei. Alle meine Jungs. Es hat so Bock gemacht, diese Minecraft-Zeit. Ich weiß nicht, ob ich Assassin's Creed zocke. Geh weg. Weil das Geile war an diesem Server-Chat, das Geile fand ich war auf diesem Server, jeder war auf ein Discord. Jeder war auf ein Discord und jeder hat miteinander geredet so. Und bei Craft Attack ist das, glaube ich, so gesplittet, ne? Aber ich glaube, das ist auch das Geile. Weil du dann zum Beispiel siehst, was dir jemand so krass gebaut hat und dann gehst du zum Beispiel mit denen in Discord. Voice Mod. Ja, ich würde gerne mal, also ich würde mit Spark einmal reden. Es ist von meiner Seite aus nichts Böses. Gegenüber den Brees auf jeden Fall. Ja.
Ich meine, ich habe ja auch Nachrichten bekommen, so von Faber zum Beispiel oder von Revi, die gesagt haben, ey, komm auf den Server, zock mit drauf, dies und das. Aber diesen Support habe ich halt nur von denen gesehen und dann habe ich halt nur gesehen, dass ich abgelehnt wurde und da dachte ich halt, okay, ein paar Leute haben Bock auf mich und ein paar Leute, also die Mehrheit hat keinen Bock auf mich. Dann dachte ich mir so, weiß nicht. Da müssten alle von eurer Bubble draufkommen. Boah, ich weiß nicht, ob ich im Mund überredet kriege, Craft Attack zu spielen. Stimmt. Bitte gib Craft Attack eine Chance. Ey, Norman, der Motherfucker, der mein Skin gemacht hat, ne? Das ist er, oder? King, Alter. Danke dir nochmal für den Skin. Veto? Was ist Veto? Monte sprengt alles weg. Ach so, er heißt Veto. Ah. Hab gespaltene Persönlichkeit. Bist du bipolar? Ey, wollen wir auf Speed Sideman reacten? Digga, ich hab's jetzt mittlerweile 5000 Reactions darauf gesehen, das ist halt 1,5 Stunden. Das ist halt zu lang, Digga, das geht halt 150 Jahre. Das geht 150 Jahre. Ja gut, wie sind die Kommentare? Kann ich bitte auch mitmachen? Sag mal her. Oder der Mann hat nicht mal... Ich hoffe, ihr gebt Philo und Zabix auch eine Chance. Nee, dafür sorge ich, dass sie nicht mit auf die Liste dürfen. Ich kenne die beiden nicht, aber sieht so aus, als würden die nur Aufmerksamkeit B wollen. Ey, aber Spark ist da? For real? Wo ist Spark? Ich bin auf deinem Discord, Spark. Ich sehe dich. Er ist nicht im Stream. Warum schreibt ihr dann Spark ist da? Ach so, Fabo hat es geschrieben. Ja, ich würde gerne mit ihm reden. Schreib mit ihm, Mann. Wie heißt er denn auf Discord? Ja, auf dieses Rose-Video habe ich reacted.
Digga, was ist hinter dir los? Warum? Ja, ich sag ehrlich, mein Zimmer ist echt hardcore unaufgeräumt, Digga. Aber ist eigentlich, sagt ehrlich, Chat, für eine verstinkte Socke, die einfach so rumliegt, ist clean, oder? Er ist clean. Riecht mies gut. Darfst du bei der Challenge morgen schlafen? Haben wir noch nicht ausgemacht. Maybe so ein paar Stunden. Mal gucken. Durfte Medi einmal schlafen? Einmal, okay. Einmal 8 Stunden, okay. Also meine Chance ist härter als Medi seiner. Medi durfte, okay. Bestrafung, falls ich die Challenge morgen nicht schaffe. So Streaming essen und eine Woche lang mit grünen Haaren. Haare färben. Tim, danke für deine 5. Ja, Fabo, was ist denn jetzt? Hä? Du Haufen Müll. Antagonisten mit grünen Haaren. Nee. Die ist ja noch nicht, die dauert noch. Der Mann ist 30 plus, weiß nicht, der tippt. Oha, jetzt kleine Sidefronts oder was? Oh, Papiosa. Speed-Video? Boah, ist ernst lang, ne? 1,5 Stunden Chat. Ich küsse euer Herzen. Aber cool. Okay, warte mal. Eine Stunde. Ladies and gentlemen, this is the moment we've all been waiting for. Welcome to what might be the greatest 20 versus 1 ever. Speed is the worldwide streaming phenomenon everyone is talking about. Especially because he... Nimm FA an, mach Gruppe, dann geht's schneller. Ah, okay. Fabo. Habe ich dich nicht auf Discord? Annehmen, hier. Ich habe das Video von Spark geguckt. Spark. Ich call mal die Gruppe. Jo, moin. Hallo? Hat das. Hallo? Moin, das hat geklappt. Sehr gut. Moin. Du warst auf dem Public-Server. Ich habe 2 Discord-Accounts, einen öffentlichen und einen für uns intern hier, damit ich nicht so viele Anfragen mal kriege, einen Überblick behalte. Und jetzt habe ich mich da gerade angemeldet und versucht, das hier zu connecten. Warte, ich schicke dir hier bei denen am besten mal eine Anfrage. War ganz kurz davor. Gut, Fabo uns ja connected. Sehr ja, schön. Ja, war halt in meinem Chat. Ich habe gerade dein Video gesehen. Ja, oh, danke, es tut so gut, das Thema schon die ganze Zeit. Eigentlich, wir hätten da längst mal reden müssen. Ich habe das auch, letztes Jahr hast du auch kurz ein Video, glaube ich, von mir gesehen. Und ganz am Ende hatte ich das auch gesagt, dass ich mit dir quatschen will, aber es ging nicht. Du hast es nicht gesehen bis zum Schluss. Wo, was war das? Ach so, das Video. Ja. Ah, okay. Ich glaube, dazu schon mal reacted und du hast nicht zu Ende geguckt. Da habe ich auch schon gesagt, dass du mal quatschen möchte.
Bist du live oder bist du nicht live? Ich bin live gerade. Okay, gut, das ist noch als wichtige Info zu wissen. Ja. Okay, sorry, tut mir leid. Nee, passt. Ja, wie sieht's aus? Fandest du es soweit erstmal eine vernünftige Erklärung von allem, was abging in der letzten Zeit? Ja, also... Dass wir gar nicht mal explizit über dich geredet haben, nur als Einzelperson. Ja, ich fand das Video gut. Bloß, du hast so einen Artikel als Beispiel dafür genommen. Ja, weil... das habe ich. Ja? Ja. Wer hat das überhaupt gemacht? Ich glaube, ich habe hier vor ein paar Tagen von einem anderen Teilnehmer den zugeschickt bekommen. Das ist mein MMO oder so. Das ist ein Online-Artikel. Ich weiß ja nicht, ob der viel gelesen wird, bekannt wird oder ähnliches. Aber das war auch nur ein Beispiel. Ich weiß nicht, ob die gelegentlich häufiger mit euch bereden. Aber das ganze Thema ist ja eh ein bisschen Öffentlichkeit gewesen, weißt du? Ja, das sowieso. Aber ich meinte nie, dass die Projektleitung mich nicht haben wollte. Ich meinte, dass bei der Abstimmung mich die Leute nicht haben wollte, weil ich halt so die Info bekommen habe. Richtig. Ich habe es nicht durch die Abstimmung geschafft. Genau, aber jetzt kommt's. Das ist technisch absolut mies gelaufen, weil wir hätten euch wahrscheinlich einzeln machen müssen. Du musst dir das so vorstellen, wenn ihr drei Leute seid und man kann nur eine Stimme geben für drei Personen gleichzeitig, dann weißt du ja auch nicht, auf was jetzt was bezogen ist oder aus welchen Gründen was ist. Mhm. Wenn ihr das einzeln gemacht hättet, dann wäre das ganz anders ausgegangen. Wir hätten da wahrscheinlich auch danach nochmal gucken müssen und das ging so chaotisch. Einer hat das ja direkt rausgeschickt gehabt und das war echt nicht so geplant. Also das hat irgendwie alles ruiniert. Das ist doch irgendwie schade, dass man nicht einfach irgendwie das auf gechillte Basis nochmal dann besprechen konnte und so. Und irgendwie lief das komplett chaotisch. Ja, also von meiner Seite auch sorry so. Also ja, ich hatte halt nur die Information, so dass ich nicht angenommen wurde. Und dann hat es halt wenig Sinn für mich gemacht, dass danach gesagt wurde, dass ich doch auf dem Server spielen kann. Aber ich mir so dachte, hey, warum darf ich jetzt auf einmal doch? Weil vorher die Abstimmung war, dass ich nicht durfte und hat so wenig Sinn für mich gemacht, auf dem Server zu spielen, womit die Leute mich nicht drauf haben wollen. Weil Dinge nicht beschlossen waren und eigentlich noch nicht so fertig rausgehen sollten. Weil wir noch nicht mit dem ganzen Prozess durch waren, aber der ein oder andere war da ein bisschen ungeduldig und die Ursprungsergebnisse erstmal rausgegangen. Wir hätten da höchstwahrscheinlich nochmal weiter drüber sprechen müssen. So, weil drei auf einmal mit einem einzigen Wort, das war schlecht gelöst. Das ist dann auch meine Schuld, weil es hieß, ihr wollt wahrscheinlich eh nur zu dritt und sowas. Aber das ist halt nur nicht wirklich signifikant aussagekräftig, über eine Person zu entscheiden, wenn noch zwei andere im Kopf mit drinstecken, weißt du? Okay, check ich. Ja, ist ein bisschen schief gelaufen. Wir wollten nur klar machen, das Video ist bei uns, ich habe das in die Gruppe geschickt, hier. Ich würde gerne eigentlich mal dann was öffentlich sagen als offizielles Statement, damit das klar ist, damit das auch nicht falsch verstanden wird. Habt ihr irgendwas dagegen auszusetzen? Habt ihr noch Anmerkungen von Sachen, die wir noch integrieren müssen? Einer hatte noch darauf hingewiesen, dass, wie gesagt, du letztes Jahr halt nicht alleine warst, sondern in Kombination war. Ich habe das mit überarbeitet und uns war wichtig, uns sicherzustellen, dass wir absolut nichts gegen euch haben und uns freuen würden, wenn ihr daran teilnimmt. Und die Hoffnung war, dass ihr das Video seht. Das hat geklappt. Und jetzt, ja, heißt es eigentlich mal eine Rückmeldung abzuwarten. Wie sieht's aus? Fühlt sich das aktuell besser für euch an? Wann beginnt denn Craft Attack? Am 28.10. Also wir haben noch ungefähr so, naja, knapp, also bis zum Ende des Monats, so 300 Wochen. Ja, also ich würde halt, wenn ich zocke halt, ich spreche das mal erstmal so, mit den Leuten, mit denen, also Eli wird wahrscheinlich mal gucken. Ich frage die halt, ob die da so Bock drauf haben. Weil vom Minecraft-Server aus selber kenne ich vielleicht eine Handvoll. Abo, Revi und Hugo. Man muss nicht jeden kennen, man muss nicht mit jedem befreundet sein und mit jedem Dorf reden. Ich glaube, das hatte ich auch kurz angesprochen. Also man bildet sozusagen auch so ein bisschen Locations, wo hier so die eine Gruppe ist, da ist die nächste, weil mit so vielen Leuten, du kannst ja eh nicht mit jedem immer gleichzeitig reden. Also. Bis wann muss ich dazu Ja oder Nein sagen? Also wir werden irgendwann dann halt die Teilnehmerliste festmachen. Die entscheidet sich vielleicht so in zwei Wochen so um den Dreh. Also im Prinzip, ich würde sagen, lass es locker offen. Hast du denn noch andere Leute, die eventuell du
da auch sehen wollen würdest. Also aktuell sind die Vorschläge sogar noch offen, komplett. Und ich kann auch Leute vorschlagen, weil ich auch Teilnehmer bin, ne? Oder auch Fabo, je nachdem, mit wem du Kontakt hast. Wie sieht's denn aus? Haben wir da vielleicht noch jemanden vergessen? Ist das geil, wenn wir eine richtig große gemeinsame Gruppe machen? Weil wenn dann kurz vor Schluss das Thema ist, ey, wir haben noch hier 5 Leute, wie sieht's aus? Dann wird's vielleicht ein bisschen schlecht. Also wir sind gerade schon am Upgraden. Wir werden die neueste Hardware oder das optimierteste nehmen, was wir kriegen können überhaupt. Das heißt, es sollte wieder ein bisschen Platz sein. Und das wäre halt jetzt gut zu wissen, ob da noch mehr aussteht. Ja, ich quatsch mal überhaupt mit denen, ob die da so überhaupt Bock drauf haben. Wenn die da so nicht so Bock drauf haben und so eher so ein eigenes Ding machen wollen, dann machen wir halt wieder unser eigenes Ding. So, ich kann das auch verstehen, weil zum Beispiel ein Willi kennt da fast niemanden. Und ich habe Willi damals schon so heftig überredet, überhaupt Minecraft zu zocken. Ich bequatsche das mal mit denen, aber sonst, also mit den Leuten, die ich vorher halt den Server gemacht habe. Monte, Isa, Eli, Sydney, Willi und die ganzen Jungs, die ich vorher da hatte. Revi, genau. Genau, also Revi, Isa, Fabo und so weiter, die sind ja Benny, wahrscheinlich Mickey, alle am Start. Ja, genau. Das waren, also ich bequatsche das mal mit denen, ob die da überhaupt... Achso, ja, Abu auch. Aber Abu ist nur in RP gefangen. Ich weiß nicht, ob der Minecraft zocken würde. Aber das, wie gesagt, da muss ich erst mal mit denen so reden. Aber ich habe auch das Gefühl, dass, also so wie ich die Kommentare gelesen habe, jetzt nicht bei dir, aber so bei Clips und so, dass die Leute da so geschrieben haben, dass sie... So, ich bin halt ein Typ, ich nehme halt nicht alles so geisteskrank ernst. Und ich habe das Gefühl, dass da so, wenn man so ein bisschen trollt, dass es so schlimm ist auf dem Server. Nein. Das Problem ist, also, Craft Attack ist immer ein bisschen auch ein Chaos-Projekt. Und früher sind da auch ein paar Dinge passiert. Das ist ein Projekt, wo Emotionen mitspielen. Dann gibt es mal jemanden, der lässt vom Nachbarn die Base komplett in die Luft fliegen. Dann ist auch wieder ein bisschen Ärger. Irgendwann ist auch wieder mal gut. Und dieses Chaos-Element gehört dazu. Wir haben ein paar Projektregeln, die sind aber so locker gefasst, dass man im Prinzip alles machen kann, was man will. Vor allem in Game, außer man bringt halt durch irgendwie zehntausende Mobs den Server zum Lecken, sodass kein anderer vernünftig spielen kann. Die Regeln sind Stück für Stück so ein bisschen gelockerter worden in den letzten Jahren, weil die Leute mal gedacht haben, oh nee, ich darf kein Mist bauen, sonst gibt's Ärger. Aber es geht nur darum, dass man niemandem das Leben zur Hölle machen kann, der das Spiel genießen will. Wenn der jemand ist, den du vielleicht nicht so einen tollen Kontakt hast, den du jetzt nicht sonderlich kennst, dann ist es halt vielleicht ein bisschen übertrieben, seine komplette Existenz zu vernichten auf diesem Server, den er sich in den letzten 3 Monaten aufgebaut hat. Ja, okay. Und das ist nur der Schutz dahinter. Wenn ihr untereinander, das habe ich immer gesagt, ihr könnt eure Base bis zum Bedrock wegsprengen, ihr könnt alles machen, was ihr wollt, wenn kein Unbeteiligter zu Schaden kommt, lebt euch aus. Und ich habe nur das Gefühl, dass das heute nicht mehr so das Wesen von den anderen Teilnehmern ist, dass sie das so gerne machen, weil das manchmal auch so ein bisschen stressig ist und dann manchmal sagen, ja, die Regeln sind streng, aber das ist nicht so. Kann ich versichern. Ihr könnt machen, was ihr wollt. Ja, okay. Also ich würde dir auf jeden Fall da noch Bescheid geben, frühzeitig. Ich quatsch mal mit den anderen, ob die da überhaupt Bock drauf haben oder ob die sagen, nee, das eigene, was wir gemacht haben, fanden wir besser. Ich richte mich je nachdem. Mir ist es eigentlich relativ egal. Ich hätte Lust, mal bei Craft Attack mitzumachen. Und ich hätte auch Lust. Das ist sowieso mal nicht schlecht. Einfach mal reinschnuppern. Und wenn es halt nicht so ist, wie erwartet, dann kann man sich ja immer noch anders entscheiden. Das ist ja jetzt keine Tür, die sich entweder öffnet oder schließt. Also wir sind da eh recht locker, denke ich. Ja, das stimmt auch. Einfach mal ausprobieren. Ja, easy. Ich sag dir das. Also ich glaube, viele freuen sich, wenn es ein richtig geiles, auch großes Craft Attack geht. Von uns ist wichtig, dass ihr wisst, dass keine Ablehnung herrscht, die Türen sind offen, ja, und dass keine Negativität in der Öffentlichkeit steht. Wir sind cool miteinander. Das sollte, glaube ich, die Message sein. Okay, easy. Dann sage ich dir Bescheid, okay? Also ich danke dir auch für deine Zeit und für deine Aufklärung und für das Video. Gerne, gerne, kein Problem. Falls noch irgendwas ist, du erreichst mich hier. Ich gucke mal, ob ich dir noch eine Anfrage schicke und dann passt das. Achso, ja. Ja, ich habe dich geaddet. Ja, ich glaube auch in derselben Sekunde fast. Ich hoffe, es hat gepasst. Sehr schön. Okay, gut. Ich schreibe dir dann, okay? Bis die Tage, ich freue mich. Okay, easy. Tschüss. Ciao, ciao. Ja, easy Chat. Robin, danke für deinen 12. Jörg, danke für deinen 10. Reinschnuppern werde ich wahrscheinlich.
je nachdem, ob es mir gefällt oder nicht. Und ich werde halt mit den anderen reden. Und dann gucke ich halt, ey, wollen wir halt einen Minecraft-Server machen, ja oder nein? Aber sehr sympathisch, safe. Shadow, danke für deinen 5. Tracklist von Offset gesehen, ja. Natürlich kein Cardi-Feature. Ah, hier waren wir stehen geblieben. Danke dir, Shadow. Can't even score in a Simon Charity match. But then Alter, Digga, sein Elfer war so kacke. Anyway, we've put him in the same room as 20 beautiful women. Does he know how to talk to them? Probably not. But the Sidemen will guide him towards true love or absolute disaster. But before we get into the video, can we please ask you to subscribe? We do so many amazing videos and we've set the goal. Ja, okay, Digga, ja. Bruder. I type is you. He looks like a cartoon. Do you know, it's the haircut. It's his hair looks like it's Lego. Or Black and White Simpson. Okay, okay, okay. Hi. How you doing? Boah, ey, die Schuhe kommen sogar fresh. Also, ich finde sein Outfit fresh. Ey, das ist das erste Mal, dass ich kein Troll-Outfit von Speed sehe. Das Outfit ist ernst fresh. Finde ich. Good. Oh, you get the heart. Okay. Ooh. My name is Yakshini. I'm 20 and I'm a care assistant. You a care assistant? Yeah. What are you? Ethnicity. Yeah. Mauritian Indian. What are you? Oh, yeah. Oh, so you Indian? Yeah. You speak Hindi? I understand a little bit. Brother, say speak Hindi. Yes or no? What are we doing? Now what's next? You said yes or no. Oh, yes or no. Okay. Bruder, so, dieser Typ, ne? You mind if I sniff you? Sure. Bro. What the? Oh, wait. Yes, yes. Was? Yes. Right, I'll see you later. I'll see you later. If he did that and so. Habt ihr den Blick gesehen, Chef? Habt ihr den Blick gesehen? Yes. I'll see you later. I'll see you later. Habt ihr den. If he did that and said no. Oh my god. Did I not just ask you to subscribe? Do you want us to never reach 20 million? Is there something wrong with. Wie viele Abonnenten haben die denn überhaupt? 19,6. Are you a dickhead? Is there something wrong with your brain? Subscribe and get us to 20 mil. Thank you. Where are you from? I'm from London. You're from London? Yeah. Actually. She was struggling with the wall. Oh, I was about to say this, bro. What is that? What? Like, actually look at that mark right there. Can you see that? No. What? It's like a little black mark. Cookie day on, Dicka. Oh. Bro-esque. Okay. My God. I didn't even give you a hug. Yeah, give me a hug. How are you? I'm doing good. Hey, how old are you? I'm 22. You're 22? 22, when? Yeah. How old are you? I'm 22. Bruder, sieht aus wie 30. Oh, I'm 21. Yeah, I'm 21. Okay. Yeah, I'm 21. Yeah. So look, where I'm from, you know, Portugal. I got the signal. Are you Portuguese? Yes. Oh, really? Yes, Portuguese. So what we do when people greet each other, you know, and hey, warte mal, ich muss über was reden, Chat. Digga, ihr glaubt das nicht. Habt ihr gestern Speed seinen Stream gesehen, Chat? Habt ihr gestern Speed seinen Stream gesehen? Er hat ein Chemie-Experiment gemacht. Hier. Work! Guckt es euch an. Yo! Yo! Oh! What the fuck is going on? Und da sind Chemikalien ausgebrochen und er konnte nicht mehr atmen. What the fuck? Is that... Is it working? Oh my god. What the fuck? Oh my fucking god! It's not doing it! Wait, yo. Oh my god. Oh my god. Und später kam Feuerwehr, alles dies und das. Er konnte nicht mehr atmen und so. Das ist geisteskrank. Aber jetzt hört mir zu, Chat. Digga, ich schwöre auf alles. Ich habe Kato gestern angerufen und ich sag zu ihm, ey, wir wollten doch vor einem halben Jahr dieses Chemie-Experiment machen. Genau dasselbe, dieses Elefantenzahnpasta nennt man das. Ich habe ihn angerufen, ich habe gesagt, lass uns das heute machen. Und Digga, ich wusste nicht mal, dass es so schlimm ist. Warte mal, ich habe sogar noch dieses Dings hier. Hier! Genau.
Wasserstoffperoxidlösung. Ich wollte, ich schwöre auf alles, ich wollte das gestern machen. Und ich dachte mir, Digga, zum Glück, nachdem ich das gesehen habe, ich dachte mir, zum Glück habe ich das nicht gemacht. Zum Glück habe ich das nicht gemacht. Ich habe Kato gestern noch angerufen und habe gesagt, komm vorbei, lass uns das zusammen machen. Wie viel Prozent ist das? 3%, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich das gemacht. Also wollte ich das machen. Ich wollte auch so übertreiben, so ein bisschen mehr, dies und das. Auf einmal, ich gucke am Abend, was ein Zufall. Ich gucke am Abend, bei ihm ist Krankenwagen, alles. Guckt ihn euch an. Oh mein Gott. Ah! Oh mein Gott. I can't breathe, I'm not dead either. I can't breathe. I can't breathe. I can't breathe. Bruder, er hat komplett übertrieben. It didn't work! Yo! Yo! Oh! What the fuck is going on? What the fuck? Bruder, der Typ, ne? Oh! It's not you! Digga. Ich hatte so, also, das war wirklich Stress. I really appreciate it because this is like my culture, you know? Okay. I don't play about my Portuguese culture. Yeah, yeah. So, you know, it's just a greeting we do. We go. Hey, Speed, how you doing? Oh, my God. So you come to me and you say, hey, Speed, how you doing? Hey, Speed? No, the other way. Oh. Hey, Speed. Digga, dass sie das noch machen, ne? Okay, thank you so much. Yes. Oh, I'm just snorted. Sitting here, I'm Anissa, I'm 21, and I'm a nurse. You a nurse? Yeah. My heart. Can you help me out real quick? Do you want me to do CPR? Yeah. Do I have permission? Yeah, you got permission. Oh yeah, okay. Oh yeah, you a good nurse. Thank you. So look, how old are you? I'm 20. Chad, wenn ihr eine Frau wärt, würde ihr Speed geben? Hang on. Where are you from? I'm Bengali. Where's that? It's like next to India. South Asian. Oh, so you're Indian too? Oh my God. Bengali. Yeah. All right, man, let me ask you a question, all right? See, me, personally, I'm a Messi fan. You... Auch als Typ? Boah, die schreibt alle ja. You know what I mean? But, you know, I like to ask this to a lot of people. Ronaldo or Messi? Messi fan. He's standing around. Ronaldo. Yes! Speed big Schwanig. I love Rafael Leão as well. Really? He's a lover. I love Rafael Leão. Did you see how he was in the World Cup? Okay, what number is he? Brother, say yes or no! Okay, I'm not that much of a fan. I love watching World Cup. Okay. Yes, he's valid. She's valid. Nice to meet you. Nice to meet you too, Bengali. Bengali. Oh, hey. Your Barbie for today. Oh, she's talking to him. Yeah. Damn, you look like a Barbie. Bruder, Alter, spielt in der Mannschaft mit LeBron too. Yeah, I used to like play with Barbies all the time when I was young. Oh, holy God. Shit, wie groß. What do you do with Barbies? So you feel like, what do you do, Barbie girl? So, I'm a dancer. Oh, let me see a move. Oh, what do you mean? What kind of like sassy? Shit. Hey baby, pick me up. Wanna go for a ride? Used to be a Zumba instructor. What? Zumba instructor. What the hell is this? She's cringe now, mate. Let me see an outstanding, brilliant move from you. Make this man happy. You feel what I'm saying? Make you happy. Yeah, make me happy. Bruder, ich finde aber, ich sag ehrlich, ich finde. Jetzt plus eins, wenn ihr es füllt, Bruder KSI und Logan Paul übertreiben mit ihrer Prime-Werbung. Digga, kann sein, die wischen sich den Arsch ab mit Prime und machen dabei einen TikTok. Digga, überall, wo die sind, muss eine Prime-Flasche in der Hand sein. Ja, okay, Marketing, dies, das. Aber es ist too much, Bruder. Das ist too much. Das ist doch nicht mehr, Digga, überall. Wie bei Eli. Nein, 0,0 wie bei Eli. Eli bei, als wenn... Eli die ganze Zeit mit der Vita-Weltflasche rumläuft. Is it over yet? No. He's not happy. Yo, what did you say? Wait, is he talking to his penis? Penis? Get her out. Why? She's cute. I'm cute. Wait, he's talking. Oh. She's listening. She's listening. No, get her out. Okay, I'm sorry. Oh, shit, okay. Why? Bro's talking to his meat. He's not happy for some reason. I don't know why. Are you happy though? Der Typ hat so Probleme. That's funny. Yeah, I mean, except no. No security. Wait, can I say yes to every girl? No. Okay, yes then. Nimm ab jetzt immer Mauspad. No. Es gab noch nicht ein Nein. Really? Yes. Ich glaube, über das ganze Video wird kein Nein geben. No.
We have brilliant moves. I like the moves. Ain't no way, bro. All right, you know what? It's time to be more, you know, what's that word to call? Dictatorship. No, not dictatorship. Analytic. Help me out. Somebody help me out. What are you saying? I have to be more decisive. I have to be more. Neither one. Dictatorship. Hello, how you doing? I'm good. How are you? Hell no. Huh? Hell no. Oh. Yes. Oh my God, did I scare you? A little bit. I wasn't ready for that. You started screaming at me. Yeah. I ain't cool to Shanaza. You my fault. All right, if you go rate me 1 through 10, like, just be honest. The shoes ruin it. I'm gonna go. Bass? The shoe wasn't crazy. 7.6. She's gotta go. It's gotta be a no. No, 7.8. Just say no. Damn, so like, okay, so what do you do? Nah, man. Deal with him. Do you know what a bouncer is? No. So I'm security at a club. Oh, you security? Yeah. All right, so stop me. No. He's done the date. Hello Tricks X Master Skorpion. Und das ist wieder respektlos von dir. He's doing the date right now. If you're security, so stop me. Okay, oh yeah. What are they doing? Okay. Brother, how long do you want to take? We don't have all day. Just say yes or no. Let's try it. Don't pressure me. Stop wasting our time. It's my first time. Stop asking questions. Digga, eine Stunde, ne? Yes, no, done. Okay, no. Wait. 5, 4, 3, 2, 1. No! Now I feel bad, bro. Now I'll deal with it. Sorry. Yeah, you will be. Oh! Oh! I'm Mia. Oh, really? Yeah, I am, yeah. Fucking. Bruder, respektloses Outfit. Hell. Is it Danny Aaron's posture? Oh, my God. That's so rude. So rude. Okay, so I have to speed it up because, you know, KSI's, you know. I can't not see it now. I just see Dan Aaron's there. Yeah, Danny Aaron's. No, no, Ethan. Digga, findet ihr Sidemen lustig? Ich finde in dem Video nur Speed lustig, ne? Ich kann über deren Jokes gar nicht lachen. Ich weiß nicht, ich finde das nicht so lustig. Alright, turn around. Oh no. 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 What's Daddy doing? Bruder, sie dreht sich, er sagt einfach nein. I'm sorry, no. Really? No, no. That's crazy. He made a spin and said no. During the spin. Was. That looks like my ass out there. Oh my God. Das ist so ehrenlos. Danny, hey, it's alright, you can do it again. Bom dia, eu falo português, não? Português. Não falo português. Ah, caralho. Okay, where are you from? Nigeria and Senegal. Nigerian? Nigeria, woo! Yes. You know Oshiman? No, I don't. No. No! What? I'm sorry. Okay. What? That's fine. Like, I wish I get to know you, but I'm in a rush. Yeah, bro. Damn. That one hurt. How are you? Hi, I'm good. Thanks. Give me a handshake. Where about are you? Where about am I? He's nervous. Yeah. Now? Yeah. Here. No, in front of you? No. Hello. Hey, nice to meet you. Oh, sie hat ein frisches Auto. You feeling better? Yes, I am feeling better. Who's your favorite football Premier League club? What was Spanish? Ronaldo. Yes. Let's say Ronaldo. Just Ronaldo, yeah. Okay, how old are you? 21. What you do? I'm a dancer. Let me see you move real quick. Do I see that, like an acro trick? Yeah. I can see it. Oh, wow. Yo! So you're acrobatic. That's it, me? Yeah, yes. Yes. I don't know where this should go. All right, come on. Hello? Oh, shit. Holy shit! Whoa! Okay, you are gymnastics. You're a gymnastics. He speaks like babies do, like broken English. Your favorite football player? Ronaldo. Yes. Digga, was ist denn das für eine Fragerunde? Yes. Yes. To be fair, she came in with the flip. Yeah, I gotta respect it. Wait, I got a question. Can KSI see me right now? Fuck you, KSI. You, where were you at? I said you, bro. Talking to you. She's right here. Why is she swearing at me? You, KSI. QKSI. What's going on? You big forehead mother. Don't make me calm down there again. Pussy. Dickhead. About to talk to some good looking females, you know what I'm saying? Yo! My tits.
You're just gonna go for the tits? Well, there's my flashing the tits. So I was like, please sniff me. The first thing I was going, oh my god, are you flexible? Yes. He's so slim, dude. Silly! Ah, kriegen die Frauen Kohle, wenn sie gewinnen? How are you? I'm good, thank you. How are you? I'm doing fine. Safe, oder? Damit sie sich so anstrengen und so. I'm doing fine. You know what you remind me of? Go on. Like a witch. I've had better, but okay, I'll take it. It's not a nice thing to say. No, it's not in a bad way. Like okay. Like a good witch. Like a sandwich. But what do you do, though? I'm a dancer. Well, all right, what kind of... Warum kann er jede tanzen? Dancer. I'm hip-hop and commercial and heels. Hip-hop and commercial and heels. No. Warum? Oh. Why did she say "oh" and then pose? She's three about, isn't it? Yeah. Sound like Alex. Damn, I feel bad, bro. Damn. Where are you from? I'm from Newcastle. What do you do? I've just graduated. Hat PSG gegen Newcastle verloren? 3-1! Barca 1-0. Dortmund 0-0. Ist fein. Man City 3-1. Barca. Atletico, ja, 3-2. Crazy. Good. I did forensic science. Forensic science? What's that? Like looking at like blood patterns and stuff like that, like crime scene stuff. Ooh, damn, that's kind of like very, you know. He doesn't know the word. What's that word? I'm trying to think of it. okay, so what blood type do I have? I'm gonna guess like, oh. I'm dead, this guy! What is he? No. What blood type? He's on top side. I'm dead! I said no! Hey. Kyoto. Kyoto. That's an animal. Alter, Bruder, wie... Meine Titten! Bro, wie geht's dir dahin? It means hello. So I'm from New Zealand. My name is Julia Root. I bought you something. What? So I know you were sick recently, so I got you something from New Zealand. That's quite cute. We're known for like having a lot of sheep. That's kind of sheep shop fuckers, but anyway, that's a whole other thing. Shit, like a question mark. So I got you a little lamb so that you feel better. Oh, thank you. Thank you. Ich kann mir jetzt vorstellen, dass er einfach so Nein sagt, so richtig random. That actually hit me to the heart. Like, you remembered that I had a very bad headache. Yeah. I get a 360.